Du schaust wahrscheinlich dieses Video, weil du Haarausfall hast und du willst etwas gegen deinen Haarausfall tun. Es gibt viel, was man gegen den Haarausfall tun kann. Es gibt das Produkt Minoxidil, es gibt die Haartransplantation, Finasterid, Haarteile und viele weitere Produkte. Eines der bekanntesten Produkte und vielleicht das Produkt, das am häufigsten angewendet wird, aber nicht zu Hause. Zu Hause ist es immer noch Minoxidil und Finasterid, aber irgendwo in Kliniken, in Unternehmen, in anderen Organisationen ist nach der Haartransplantation die PRP-Behandlung. Ich werde heute mit dir über die PRP-Behandlung sprechen, denn ich habe mich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und auch vorher habe ich sehr, sehr viele Erfahrungsberichte dazu gehört. Wir werden uns erstmal gemeinsam anschauen, was ist die PRP-Behandlung überhaupt und warum hilft sie gegen den Haarausfall bzw. hilft sie überhaupt gegen den Haarausfall. Dann werden wir uns die Kosten der PRP-Behandlung anschauen, dann den Ablauf der PRP-Behandlung. Die Reihenfolge kann variieren, Freunde, je nachdem, was gerade passt. Und abschließend werden wir uns nochmal die Studienlage zum Thema anschauen, weil Erfahrungsberichte habe ich sehr viele gehört, aber ich möchte nicht Erfahrungsberichte alleine darüber bestimmen lassen, ob ich jetzt am Ende sage, es funktioniert oder es funktioniert nicht. Denn wer mich kennt, weiß, ich habe eine Leidenschaft für die Wissenschaft und wir werden uns die Studienlage ganz genau anschauen und am Ende wird es ein Fazit geben, ja, mach die PRP-Behandlung oder nein, mach sie nicht. Aber vorerst, was ist die PRP-Behandlung? PRP steht für plättchenreiches Plasma. Ja, das heißt, dir wird, wenn du zu einer PRP-Behandlung gehst, Eigenblut entnommen. Ganz normal, wie bei einer Blutentnahme. Und dieses Blut wird dann in eine Zentrifuge gegeben und wird dort zentrifugiert. Dabei werden die roten Blutkörperchen, die sogenannten Thrombozyten, von dem Plasma getrennt und dann wird dir das plättchenreiche Plasma unter die Kopfhaut gespritzt. Also wie du daraus hören kannst, ist eine absolut natürliche Behandlung, denn es handelt sich dabei um dein eigenes Blut. Und dieses Plasma beinhaltet Growth Factors, das heißt Stoffe, die dazu führen, dass sich deine Haut besser regeneriert, die Zellteilung antreiben sollen, die dazu führen sollen, dass neue Gefäße entstehen und damit sollen dann die wirklich degenerierten Haarwurzeln wieder regeneriert werden und sollen wieder in die Lage gebracht werden, gesunde Haare wachsen zu lassen. Und das wird auch nicht nur bei Haarausfall angewendet, es wird auch zum Beispiel bei der Haut angewendet, wenn du wieder junge oder frische Haut, junge und frische Haut haben möchtest, dann nennt sich das Ganze dann zum Beispiel Vampire Lifting. Aber darum soll es nicht gehen, wir wollen wirklich bei dem erblichen bedingten Haarausfall bleiben, denn das ist die Form, mit der ich mich am meisten auskenne. So, die Behandlung, wie du bereits gehört hast, ist eigentlich auch nicht ganz schmerzfrei. Ja, es ist jetzt nicht so schmerzhaft wie die Spritzen für eine Haartransplantation, aber nichtsdestotrotz bekommst du dieses Eigenblut unter die Kopfhaut gespritzt und das ist nicht nur ein Piekser, sondern das sind viele, viele Piekser. Da wird die überall einmal auf die Kopfhaut reingestochen, reingepiekst und dann wird diese Lösung, das Eigenblut, dann unter die Kopfhaut gebracht. So, wie ist das mit der Wirkung? Ich fange mal an mit den Erfahrungsberichten. Ich habe mit ganz, ganz vielen Jungs gesprochen, die das benutzt haben. Und tatsächlich ist es so, dass quasi so ziemlich jeder gesagt hat, es hat nichts gebracht. Und Freunde, ich habe sehr viel Kontakt zu Menschen, die Haarausfall haben. Sei es über Instagram, sei es über das Haarteil-Business, sei es über viele weitere Kanäle. Ich spreche wirklich viel mit Menschen, die Haarausfall haben und viele davon haben auch mal PRP ausprobiert. Ich habe sogar mit jemandem über Instagram Kontakt. Bro, falls du das Video schauen solltest, du weißt, wen ich meine. Er hat auch PRP mittlerweile versucht. Es hat bei ihm nichts gebracht und dann benutzt er jetzt zum Beispiel Minoxidil, Finasterid und Ketoconazol gleichzeitig. Er hatte eine völlig lichte Tonsur und hat jetzt wieder einfach die Tonsur komplett voll. Ja, und während er mit der PRP vergeblich versucht hat, dagegen was zu machen und es nicht geschafft hat, hat er es dann mit Minoxidil, Finasterid und Ketoconazol geschafft. Gut, ich will damit jetzt überhaupt noch gar nicht sagen, dass PRP gar nicht funktioniert. Das kann auch sein, dass ich einfach gerade mit den Menschen gesprochen habe, die ein bisschen Pech hatten oder mit den Menschen gesprochen habe, bei denen es funktioniert hat, aber sie die Wirkung nicht wirklich beurteilen konnten. Daher habe ich mir die Studienlage angeschaut und dazu werden wir jetzt gleich kommen. Aber vorher möchte ich euch nochmal was zu den Preisen der PRP-Behandlung sagen. Also eins müsst ihr wissen, es ist nicht so, dass ihr das einmal macht und dann der Haarausfall gestoppt sein soll und das Ganze wieder zu Neuwuchs führen soll. Nein, ihr müsst das in regelmäßigen Abständen immer wieder machen. Das heißt, das Plasma muss dann jedes Mal wieder neu unter die Kopfhaut platziert werden. Die Growth Factors müssen da immer wieder hinkommen, damit dann auch die degenerativen Prozesse aufgehalten werden können und die regenerativen Prozesse wieder in Gang gesetzt werden können. Und eine Behandlung, eine Session kostet, je nachdem in welchem Land
und je nachdem, in welchem Unternehmen, in welcher Organisation ihr das machen lässt, zwischen 300 bis 1000 Euro. Was ihr wissen solltet, das ist sehr, sehr wichtig, es gibt kein standardisiertes Verfahren, das plättchenreiche Plasma herzustellen. Es gibt viele verschiedene Unternehmen und es gibt viele verschiedene Methoden und viele verschiedene Geräte, wie dieses plättchenreiche Plasma hergestellt wird. Ja, es wird dann vielleicht einmal zentrifugiert, zweimal zentrifugiert und dann gibt es noch viele weitere Variablen in der Methode, die dann letztendlich die Qualität und die Wirkung des Plasmas dann auch beeinflussen können. Das heißt, es kann sein, dass zum Beispiel alle, die zu mir gesagt haben, es hat nicht funktioniert, sich für eine Methode entschieden haben und sie wissen ja gar nicht, welche Methode die Klinik oder die Organisation anwendet. Daher ist das auch ganz, ganz schwierig zu beurteilen und daher war es umso wichtiger, dass ich mir die Studienlage anschaue. Und ich habe mir tatsächlich die Studienlage sehr genau angeschaut. Ich bin wirklich auf Google Scholar gegangen. Das ist das wissenschaftliche Google. Und habe mir da unterschiedlichste Studien zu der Thematik angeschaut. Habe sie mir durchgelesen, habe sie mir angeguckt, habe sie analysiert. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass es keine Studie gab, die meine Kriterien in Sachen Reliabilität, Validität und Objektivität beurteilt haben. Das heißt, wir hatten wirklich Studien da, die einfach eine zu kleine Teilnehmeranzahl hatten. Es waren Studien da, wo nicht ganz klar war, ob sie irgendwas anderes gegen ihren Haarausfall, gegen die erblich bedingte Alopezie, gegen die androgenetische Alopezie tun, als nur die PRP-Behandlung. Darüber hinaus hatten wir keine randomisierten Doppelblindstudien. Das heißt, eine Gruppe, die wirklich ein Placebo bekommen hat, dann eine andere Gruppe, die dann das PRP bekommen hat. Und alles in allem war dort keine Studie dabei, die so aussagekräftig war, dass ich jetzt sage, ja, die Studienlage ist glasklar, die PRP-Behandlung hilft definitiv bei Haarausfall. Es ist aber eine Tendenz zu erkennen. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die behaupten, dass sie signifikante Ergebnisse haben in Bezug darauf, dass es eine positive Korrelation mit der Haardichte und mit der PRP-Behandlung beziehungsweise mit der Haarfülle und mit der PRP-Behandlung gibt. Tendenziell schaut es so aus, laut aktueller Studienlage, die für mich jetzt nicht eindeutig ist, dass die PRP-Behandlung wirken soll. Mein Fazit dazu ist jetzt. Die Erfahrungen, die ich zu dem Thema gehört habe, sind nicht positiv. Aber wie gesagt, es kann sein, dass nur Leute zu mir durchgekommen sind, weil es einfach nicht gewirkt hat. Und es kann sein, dass nur Leute zu mir durchgekommen sind, die einfach die nicht perfekte Methode benutzt haben. Es kann aber auch sein, dass nur die Leute, die zu mir durchgekommen sind, die das gar nicht wirklich beurteilen können. Denn die Studienlage zeigt eine ganz klare Tendenz in Richtung, es wirkt. Es soll die Haare wieder dicker machen, es soll die Haare wieder dichter machen und es soll den Haarausfall verlangsamen. Und die Studienlage scheint darauf hinzuweisen, dass wir dort dahingehend eine ganz klare positive Korrelation zwischen diesen Variablen haben. Nichtsdestotrotz habe ich keine Studie gefunden, die mich zu 100% überzeugt hat. Deswegen sage ich als ganz klares Fazit, wahrscheinlich wirkt die PRP-Therapie, aber wer ganz sicher sein möchte, ob es wirkt oder nicht, muss es einfach mal ausprobiert haben. Aber bevor ich mit dem Video abschließe, möchte ich nochmal über einen weiteren Indikator sprechen, der mir zeigt, dass etwas an der PRP-Therapie dran sein muss. Und zwar geht es da darum, dass es Haartransplantationskliniken gibt, die nach der Haartransplantation ohne es irgendwie zu bewerben, dem Kunden einfach nochmal das plättchenreiche Plasma unter die Kopfhaut spritzen. Das heißt, es wird nicht beworben, es wird dafür kein extra Preis verlangt, es wird einfach nach der Haartransplantation mitgemacht. Und das ist für mich so ein Indikator, wo ich sage, okay, das muss irgendeinen Effekt haben, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendeinen Effekt hat, denn der Arzt, der das macht, der glaubt ja an die Wirkung der PRP-Behandlung, denn die PRP-Behandlung sind für ihn ja letztendlich zusätzliche Kosten, auch wenn es nur sind für ihn zusätzliche Kosten, für die er keinen extra Preis verlangt. Das ist jetzt einfach so ein weiterer Indikator, der dafür gesorgt hat, dass ich an die PRP-Behandlung stärker glaube. Aber alles in allem, wie gesagt, fällt mein Fazit nicht eindeutig aus, Freunde. Um wirklich für euch ganz klar herauszufinden, ob es funktioniert, kommt ihr nicht am Ausprobieren herum. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und konnte ein bisschen Klarheit in die Dunkelheit bringen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.